Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Dion Smart 40 AD2 Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über die neuen Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 40 Zoll, Bildschirmauflösung 1920x1080 Pixel. Dieses Modell verwendet eine LCD-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und LED-Backlight-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 60 Hz. Die Farbe des Fernsehers ist schwarz. Er wiegt 5,7 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 90,4 cm in der Breite, 57,3 cm in der Höhe und 17,7 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 75x75 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von E. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 37 Kilowattstunden pro Jahr. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: 2x USB, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI, 1x AV Composite In, Video plus LR, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Optical Audio Out, 1x Antenna RF, 1x CL+. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.2. All-in-One, integrierter Triple Tuner, Kabelanschluss DVB-C, Satellitenanschluss DVB-S2 oder doch terrestrisches Fernsehen DVB-T2? Der Smart 32 AD2 stellt sich dank seines serienmäßig integrierten Triple Tuners ideal auf jede vorhandene Empfangssituation ein und liefert Ihnen je nach Empfangsart das bestmögliche Fernsehbild. Durch die vorhandene CL+-Schnittstelle können Sie Ihr Freenet oder HD+-Modul zum Empfang von HD-Sendern nutzen. Der integrierte Triple Tuner erspart Ihnen zudem die Anschaffung eines zusätzlichen Receivers. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android TV 11.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Einfach Smart Fernsehen. Smarte Unterhaltung bekommt eine Plattform. Die neue Smart AD2 Serie von Dion verfügt über das neue und intuitive Android 11.0 TV Betriebssystem, welches keine Grenzen setzt. Downloaden Sie im Handumdrehen neue Apps, streamen Sie Inhalte, steuern Sie Ihr Smart Home oder schauen Sie einfach Ihre Lieblingsserie. Die Dion Smart AD2 Serie lässt garantiert keine Wünsche offen. Ihr persönlicher Assistent. Sagen Sie einfach Hey, Google oder drücken Sie die Mikrofontaste auf der Fernbedienung. So suchen Sie die neuesten Blockbuster, erfahren Spielstände von wichtigen Matches, bekommen Informationen zum Wetter oder steuern Ihr Smart Home. Ihr persönlicher Assistent heißt ab jetzt Google. Passen Sie Ihren TV an. Downloaden Sie im Handumdrehen neue Streaming-Apps, zum Beispiel DAZN, Disney+, Apple TV+ und viel mehr. Oder Spiele über den Google Play Store und passen Sie Ihren TV kinderleicht Ihren Bedürfnissen an. Der schnelle Weg zu Ihrem Lieblingsprogramm. Starten Sie über die Schnellstarttasten auf Ihrer Bluetooth-Fernbedienung komfortabel die Netflix- oder YouTube-App und genießen Sie im Handumdrehen Ihre Lieblingsserien und Blockbuster. Machen Sie Schluss mit unübersichtlichen Fernbedienungen. Einfach mehr Informationen. HBB-TV. Mit der roten Taste Ihrer Fernbedienung sind Sie dank HBB-TV nur einen Klick weit entfernt von Zusatzinformationen zu Ihren Lieblingsserien oder Filmen. Erscheint ein Hinweis des Senders auf dem Bildschirm, drücken Sie einfach die rote Taste. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die Reaktionszeit ist nicht so ganz schnell. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die beigefügte Bedienungsanleitung ist klar. Die Bildqualität ist sehr gut für den Preis. Der Sound ist okay. Es gibt genügend Anschlüsse. Die WLAN-Verbindung ist stabil. Android TV ist mega. Damit ist unser Test des Dion Smart 40 AD2 Fernseher nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen?
Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin.